Einen wunderschönen guten Tag, einen guten Morgen. Nicht nur ich freue mich auf den Parteitag, der vor uns liegt. Das gilt auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konrad-Adenauer-Haus. Und es gilt auch für alle Mitglieder der CDU Deutschlands. Das ist unser Wahlkampfauftakt für die Europawahl. Und wir sind der Überzeugung, das wird gut. Mit dem Slogan, Sie sehen das schon, gemeinsam erfolgreich in Europa, knüpfen wir auch an, ganz bewusst, an den Slogan der Bundestagswahl, gemeinsam erfolgreich für Deutschland, weil auch in Europa gilt, die Aufgaben, die vor uns liegen, die können wir nur gemeinsam bewältigen. Beginnen bei der Überwindung der Staatsschuldenkrise bis hin auch zu den außenpolitischen Herausforderungen, vor denen Europa steht. Stichwort Konflikt mit Russland, das Beispiel sei nur genannt. Wir haben sehr klare Vorstellungen von dem Europa der Zukunft, so wie wir es uns vorstellen, und wir wollen auch auf unserem Parteitag dafür die notwendigen Weichen stellen. Es sind vier Punkte, die ich kurz hervorheben möchte. Natürlich geht es uns um ein starkes und innovatives Europa. Wir haben deswegen in unserem Programm ein sehr ausführliches Kapitel zur Industriepolitik, und der Hinweis sei mir gestattet, gerade beim Bereich Forschung, der uns sehr am Herzen liegt, finden Sie bei den Sozialdemokraten kein einziges Wort in deren Wahlprogramm. Das ist schon mal einer der zentralen Unterschiede, falls Sie danach nachher noch fragen sollten. Zweiter wichtiger Punkt, uns geht es darum, Arbeitsplätze in Europa zu sichern. Wir wollen eine gute wirtschaftliche Entwicklung, auch weil wir wissen, dass das für viele Menschen ganz besonders wichtig ist, wenn sie an Europa denken. Und auch der dritte Punkt, ein stabiler Euro und solide Finanzen, das ist etwas, was die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und in ganz Europa seit vielen Jahren, das wissen Sie auch, sehr intensiv beschäftigt. Und beim vierten Punkt, auch der liegt uns sehr am Herzen, geht es uns darum zu vermitteln, Europa, das bedeutet Sicherheit und das soll Chancen eröffnen für Menschen. Wir wollen also ganz bewusst ein positives Bild dieses Europas, so wie wir es uns für die Zukunft wünschen, zeichnen. Dafür wollen wir uns stark machen, dafür haben wir ein umfangreiches Programm erarbeitet und mit vielen Diskussionen im Vorfeld begleitet. Die Mitglieder konnten mitmachen und mitdiskutieren. Die Gliederungen haben sich eingebracht. Also ich freue mich über eine sehr diskussionsfreudige Partei mit einer hohen Sachkenntnis. Und das Ganze ist eingebettet in einen weiteren Punkt, der uns sehr wichtig ist. Wir sagen sehr deutlich, nicht jede Aufgabe in Europa ist eine Aufgabe für Europa. Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar, und da unterscheiden wir uns ebenfalls von den Sozialisten in der Wahlkampfauseinandersetzung. Die verteilen das Geld und wir fragen eben, wo es erarbeitet wird. Auf dem Europaparteitag sind dabei unser nationaler Spitzenkandidat David McAllister und unser EVP-Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker. Das ist eine perfekte Einstimmung auf dem vor uns liegenden Wahlkampf. Darüber freuen wir uns sehr. Und von dem Parteitag soll das Signal ausgehen, diese Europawahl ist uns ganz besonders wichtig. Jede Stimme für die CDU ist wichtig, denn nur mit einer starken CDU ist sichergestellt, dass die Weichen in derselben Richtung gestellt bleiben wie in den letzten Jahren. Wenn man die Meinungsforschungsinstitute fragt, dann sagen die uns, die Europawahl ist für viele Bürgerinnen und Bürger immer noch weit weg. Mit den vorgestellten Plakaten wollen wir eben den Europawahlkampf in einer ersten Welle sichtbar machen. Neben mir sehen Sie die erste von insgesamt drei Plakatwellen, die am Wochenende beginnt in Berlin und Brandenburg und dann im Laufe der Woche im Rest der Republik zu sehen sein werden. Bis zum 25. Mai werden zwei weitere Plakatwellen folgen in der ersten Welle, bundesweit auf insgesamt 4.600 Flächen, Bayern ausgenommen. Bis zum Wahltag werden es dann mehr als doppelt so viele sein. Und die ersten drei Motive der ersten Welle, die können Sie hier eben sehen. Ganz klar, worum geht es uns? Mehr Arbeit und Wachstum in Europa zu schaffen, mit unserem Programm für solide Finanzen und einen stabilen Euro einzustehen und eben das Positive an Europa zu betonen, Chancen zu gewähren den Menschen, die in Europa leben. Die Bildsprache der Plakate macht es deutlich für uns, stehen die Menschen im Mittelpunkt. Zusätzlich zu den großen Plakaten gibt es insgesamt 150.000 Parteiplakate.
die Sie auf dieser Seite sehen, die demnächst in die Kreisverbände der CDU geliefert werden und die während des gesamten Wahlkampfes zu sehen sein werden. Wir greifen dort eben auch die Themenplakate zu den drei für uns zentralen Themenfeldern auf und ergänzt wird das Ganze durch ein Plakat der Parteivorsitzenden und Bundeskanzlerin mit dem Slogan »Gemeinsam erfolgreich in Europa«. Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche weitere Materialien für den Wahlkampf. Es gibt ein umfassendes Angebot gedruckter Materialien für die Infostände für den Wahlkampf vor Ort, die Briefwahlkarte, eine Erstwählerkarte, die Broschüre mit einer Auflage von fast 1 Million und die Themenkarten zu den 8 zentralen Wahlkampfthemen. Darüber hinaus wird es Wahlkampfauftritte der Parteivorsitzenden gemeinsam mit unserem Spitzenkandidaten David McAllister geben, fast 20 Kundgebungen in allen Bundesländern. Gemeinsam, die Daten und die Orte werden wir nach Ostern en Detail bekannt geben. Zunächst ist unser Blick aber jetzt gerichtet auf den Parteitag morgen. Wir freuen uns darauf sehr, wir gehen mit großer Zuversicht und Entschlossenheit in die Wochen bis zur Wahl. Ein paar Zahlen und Fakten zu unserem Wahlkampf seien noch angefügt. Der Etat für den Europawahlkampf liegt ähnlich wie im Jahr 2009 bei 10 Millionen Euro. Und auf dem Parteitag freuen wir uns auf 1000 Delegierte, rund 600 Gäste und auch 300 akkreditierte Medienvertreter. Den einen oder anderen von Ihnen werde ich ja dann dort hoffentlich wiedersehen. Drei Anmerkungen noch zu den drei großen Flächenplakaten. Hinter den Slogans verbergen sich jeweils ganz konkrete Punkte aus unserem Programm. Damit Europa mehr Arbeit und Wachstum schafft, was ist unser Ziel? Natürlich Arbeit für alle. Wir wollen starke Unternehmen, gerade im Mittelstand und in der Industrie. Deswegen haben wir der Industriepolitik, wie bereits erwähnt, ein eigenes Kapitel in diesem Wahlprogramm gewidmet, weil wir eben sagen, wir brauchen in Europa, um weiter international wettbewerbsfähig zu sein, eben eine starke Industrie, gute Wachstumsbedingungen für Unternehmen und vor allem einen fairen Wettbewerb ohne Marktabschottung. Ziel für uns ist eben, dass Europa auch künftig im globalen Wettbewerb seine wichtige Stellung behält und deswegen sind darüber hinaus Forschung, Bildung, Innovation und Mittelstandspolitik zentrale Elemente unseres Wahlprogramms. Das gilt auch für das zweite Motiv, damit ein stabiler Euro allen hilft. Ich glaube, dass keine andere Partei so sehr mit der Bewältigung der Staatsschuldenkrise verbunden wird wie die CDU. Wir wollen eben, dass wirtschaftliche Stärke auf Dauer nicht über Pump finanziert wird. Und ich glaube, mit der deutschen Schuldenbremse haben wir da ja auch die richtige Antwort gegeben, die in Europa viel Nachahmung gefunden hat und auch mit dem ausgeglichenen Haushalt. Im nächsten Jahr sind wir da sicherlich ein gutes Vorbild. Eine sparsame Haushaltspolitik als Grundlage für stabile wirtschaftliche Verhältnisse, das verbinden die Menschen mit unserer Partei und damit stehen wir auch im Gegensatz zu den Sozialisten in Europa, die eben nach wie vor von Eurobonds träumen. Wir sagen ganz deutlich, die wird es mit der CDU so nicht geben. Das dritte Thema, damit Europa Chancen für alle bringt. Wir wollen eben, dass jeder Europäer die Chance hat, in einem Land seiner Wahl zu lernen, zu arbeiten, zu leben. Deswegen ist uns ein gemeinsamer Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sehr wichtig. Die Freizügigkeit ist uns ein großes Anliegen. Wir wollen noch leichter übertragbare Bildungs- und Studienabschlüsse. Wir stehen für die Umsetzung der Vereinbarung zur Jugendgarantie. Wir haben deswegen auch in unserem Programm die Idee entwickelt, dass alle jungen Menschen möglichst einen Teil ihrer Ausbildung, ihres Studiums auch im europäischen Ausland durchleben können. Deswegen ist diese Mobilität uns ein zentrales Anliegen. Das gilt auch für junge Unternehmer und das gilt auch für andere Elemente, gerade des Mittelstands, zum Beispiel den Erhalt des Meisterbriefs. Damit sind die Grundlagen gelegt, damit viele Freunde in der CDU in den nächsten Wochen bis zum 25. Mai erfolgreich Wahlkampf machen. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr auf diesen Wahlkampf und wir werden dafür kämpfen, dass die CDU mit großem Abstand stärkste Kraft am Wahlabend sein wird. Jetzt stehe ich Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.